Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat westliche Politiker aufgefordert, sich rasch auf ein Embargo von russischem Öl zu verständigen. Es stelle sich die Frage, wie viele Ukrainer und Ukrainerinnen das russische Militär noch töten müsse, damit bestimmte Politiker Entschlossenheit zeigten, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Donnerstag. Russland verdiene so viel Geld mit Öl, dass es Friedensverhandlungen nicht ernst zu nehmen brauche. Unterdessen ist ein Konvoi mit mehr als 1000 Menschen unter Führung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in die südukrainische Stadt Saporizhzhia gefahren. Die Menschen waren zuvor auf eigene Faust in Bussen und Privatautos aus Mariupol geflohen.